So, das ist der Ventilator. Genau, so sieht er von hinten aus. Ja, über Hitze, hier ist ein Thermoelement drin, was durch die Wärme dann Strom produziert. Und hier ist ein sehr leichtgängiger, sonst wird das nicht schaffen, kleiner Motor drin, der dann vorne den Propeller antreibt. Ich habe schon so ein Ding und was man bedenken muss, die machen jetzt keinen Riesenwind, die Teile. Die sollen so leicht die warme Luft umwälzen. Außerdem sehen sie ganz nett aus. Ich führe das gleich nochmal vor auf dem Ofen. Ja, Optik, ich finde die ganz okay. Einige mögen es nicht, ich finde es gut. Was man bedenken muss, von hinten sehen die halt nicht so schön aus. Da kommt das Kabel raus. Das muss man halt bedenken. Genau. Was mich immer stört ist, wenn die Dinger eiern, das tut der hier überhaupt nicht. Gar nicht. Der läuft hundertprozentig rund. Das finde ich schon mal sehr gut. So, jetzt testen wir das mal auf dem Ofen. So, der steht jetzt so 1,5 Minuten auf dem Ofen und fängt schon mal langsam an zu drehen. Muss ich natürlich erstmal hier unten aufwärmen. Geht aber schon los. Man hört nichts. Die sind echt super leise. Aus 2 Meter Entfernung vielleicht ein leichtes, nee, aus 2 Meter Entfernung gar nichts mehr. Wenn man ganz dicht daneben steht, vielleicht ein minimales Surren, aber ich höre eigentlich nichts. Die sind wirklich extrem leise, was ja die Befürchtung von vielen ist. Ja, und jetzt dreht er schon relativ zügig. Ich warte noch mal ein paar Minuten. So, jetzt läuft er schon schön auf Speed. Sieht man auf dem Video eh immer nicht so, wie schnell sich irgendwas dreht. Keiner muss meinen, dass man hier einen großen Luftzug spürt. Ich lasse ihn normal immer gegen das Ofenrohr laufen, den Windzug, dass er so leicht vom Ofenrohr noch Hitze wegnimmt. Hier gibt es einen ganz leichten Luftzug. Aus 2 Meter Entfernung spürt man da gar nichts mehr und auch nicht aus 1 Meter Entfernung. Das muss jeder bedenken, der meint, er hätte hier einen super Ventilator. Das ist nämlich nicht der Fall. Soll er auch nicht sein, sondern nur ganz leicht umwälzen und das tun die Dinger und erfüllen damit ihren Zweck.